Hallo, liebe Leute, ich habe in diesem Video leider vergessen, bei der Aufnahme meines Audios vergessen, von meiner neuen Webcam auf mein Mikrofon umzuschalten. Deswegen ist die Tonqualität nicht gar so gut wie üblich. Im nächsten Part ist sie wieder ganz normal. Daher haltet durch und viel Spaß beim Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das ich anfangen möchte. Etwas, das ich jetzt schon seit einer Woche geplant habe und umsetzen wollte. Allerdings hatte ich mir im Internet noch die Expansion, das Expansion Pack gekauft, Stunts und Spezialeffekte. Und es ist ewig nicht gekommen. Aber jetzt ist es endlich da. Und ja, wie ihr schon lesen könnt, das Spiel heißt The Movies. Man dreht da seine eigenen Filme. Es ist aber schon etwas älter. Es ist jetzt schon, ich glaube, es ist 2005 rausgekommen. Es ist jetzt 10 Jahre alt. Jetzt muss ich mal. Das ist fast schon retro hier. Auf jeden Fall würde ich sagen, also ich kenne das Spiel. Ich habe es früher, wie ich noch sehr viel jünger war, sehr viel gespielt. Und ich hatte immer wieder Lust, das zu spielen. Und das wollte ich mit euch teilen. Und. Ja, so kam das dazu. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter rede, würde ich sagen, wir gucken einfach mal ins Spiel rein. Die Grundlagen kenne ich schon, deswegen möchte ich die ehrlich gesagt nicht nochmal durchgehen. Das ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Und hier habe ich auch was herausgefunden mit dem Studionamen. Das erkläre ich euch aber dann, sobald es ist. Soweit ist. Deswegen möchte ich hier einen automatisch generierten Namen. Prima Pictures. Hinterhof Productions. Pirate Films Incorporated. Spotlight Movies. Ganymed. Das klingt irgendwie indisch. Spotlight Movies, Pirate Films, ne, das gefällt mir alles nicht so. Ja, wieder der Inder. Also früher gab es mal mehr. Fireworks Films hatte ich früher immer genommen, aber nachdem ich das früher mal genommen habe, möchte ich das jetzt heute eigentlich nicht nehmen. Prima Pictures. Also wenn jetzt nochmal Hinterhof Productions kommt, nehme ich Hinterhof Productions. Genau, wir nehmen Hinterhof Productions. Jetzt müssen wir uns noch ein schönes Emblem aussuchen. Für unser Filmstudio. Darum geht es also in dem Film. Hollywood, 1920. Wir gründen unser eigenes Filmstudio und versuchen uns an die Spitze der Filmindustrie zu setzen. Nein. Troll. Regenbogen, Cowboy, Glühbirne. Also ich finde, für 2005er Produktion ist es auch relativ noch zeitlos geblieben. Vor allem die Charaktere sieht man dann entweder nur in den Filmen, die man dreht, oder von weit oben. Das ist ein. Aber das seht ihr gleich alles. Hinterhof Productions. Jetzt sind wir mal durch. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich denke, wir nehmen dieses Symbol. So, Name ändern wir auch noch. Und jetzt geht es los. Mal schauen, ob wir trotzdem ins Tutorial geworfen werden. Also, beziehungsweise in so eine Einführung. Willkommen zur Geburtsstunde der Filmbranche. Wir schreiben das Jahr 1920 und der Erfolg Ihres neuen Studios liegt in Ihren Händen. Gewinnen Sie die größten Stars für sich, um Ihr Studio mit grandiosen Filmen an die Spitze der Charts zu führen. Geben Sie alles und kosten Sie die süßen Früchte des Erfolgs. Bauen Sie ein ansehnliches Studio. Stellen Sie Schauspieler ein und machen Sie Weltstars aus ihnen.
drehen Sie Kassenschlager und räumen Sie bei den Preisverleihungen ab. Mit jedem Preis, den Sie gewinnen, mit jedem Stück Erfolg, wird sich der Ruf Ihres Studios verbessern. Schon bald werden Stars anderer Studios zu Ihnen kommen und Sie werden neue Technologien, Szenen und Sets für noch beeindruckendere Filme erhalten. Worauf warten Sie noch? Sie haben einen Koffer voll Geld und Ihnen stehen sämtliche Türen offen. Packen Sie es an, zeigen Sie es der Welt und lassen Ihren Traum in Erfüllung gehen. Beim Film ist alles möglich. Willkommen in Ihrem neuen Filmstudio. So, hier ist die Einführung nebenbei bemerkt. Das ist unser neues Filmstudio. Manchmal erstmal auf Pause. Das ist unser neues Filmstudio hier an Hollywood. Ein Hollywood-Schild gibt es hier, glaube ich, nicht. Nope. Es ist, wie man hier an den Fahrzeugen sehen kann, The Chrysler 6, 1920 und hier, Januar 1920. Was ich immer ganz nett finde, man sieht auf der anderen Seite hat man Kino. Und da sieht man immer so die besten Filme, die gerade laufen. Mit sogar den Namen des Regisseurs und Schauspielern. Ja, fangen wir mal an. Okay, bevor Sie Ihr Studio eröffnen, errichten Sie lieber ein paar grundsätzliche Dinge. Tun. Das erste Gebäude, das Sie brauchen, ist eine Schauspielschule. Gut so. Klicken Sie jetzt mit Link. Mit einem Linksklick können Sie Ihre Schauspielschule am gewünschten Ort platzieren. Tun Sie das jetzt. Möchten wir gerade natürlich ein bisschen Platz, weil ich möchte so einen schönen großen Eingangsplatz haben. Jetzt müssen Sie zum Bauen der Schauspielschule einen Handwerker am Personalbüro beim Tor einstellen. Sehr schön. Zwei Hand. Irgendwie kommen hier gerade nur Frauen angerannt. Okay. Ich beschwere mich. Drücken Sie jetzt nicht. Die linke Maustaste und halten Sie sie kurz gedrückt, um die Person. Jetzt stellen Sie sie ein. Folgen Sie dem glitzernden Leit. Toll! Hand ausgezeichnet. Während die Schauspielschule gebaut wird, können Sie die Zeit nutzen, um sich um die restlichen Gebäude zu kümmern. Einmal zwei Handwerker eingestellt und eine Hausmeisterfrau, die hier gleich ein bisschen sauber machen kann. Bauen Sie nun ein Castingbüro. Hier können Sie dann Stars Ihren Filmen zuweisen. Sie können ein Gebäude rotieren, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus kreisförmig bewegen. Probieren Sie es aus. Das wollen Sie also von mir? Das habe ich aber schon gekonnt davor. Wo bauen wir dieses Büro denn hin? Ich würde fast sagen, das bauen wir gleich hier nebenan. Schön platzsparend. Gut, bauen Sie jetzt eine Crew-Einrichtung. Jeder Film benötigt eine Crew, die mit der Filmausrüstung umgehen kann. Übrigens diese diese glitzernden Leitströme und Markierungen füllen mich immer so ein bisschen, die geben mir halt immer ein paar Tipps. Die Crew-Einrichtung, bauen wir denn die hin? Ich würde sagen, die bauen wir gleich hier hin. Okay, Sie brauchen auch ein Set zum Filmen. Das Set Bühne ist für Ihren ersten Film ideal. So. Mal kurz die Soundoption. So. Ein bisschen leiser machen. Bei jedem dieser Gebäude gibt es übrigens immer so ein Schild mit so Warteschlangen-Symbolen drauf. Da tun dann immer Bewerber oder möchte gern Schauspieler sich hinstellen und warten auf eine Jobbestätigung. Set einen Film, Bühne. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Set-Symbol und wählen Sie dann das Set Bühne.
Hier ist übrigens unser Grundstück. Finde ich doch relativ groß. Zumindest größer wie die. Das ist zumindest größer wie die. Mein Gott, stehe ich heute auf dem Schlauch. Es ist größer wie die. Plätze für Städte bei SimCity. So, jetzt habe ich's. Ja. Wo bauen wir die Bühne denn hin? Ich möchte irgendwie nicht hier gleich direkt daneben bauen. Wo bauen wir die hier hin, würde ich sagen. Zum Abschluss sollten Sie ein Produktionsbüro bauen. Sie werden es brauchen, um Ihre Filme zu veröffentlichen. Produktionsbüro. Die haben sogar einen Pool da oben drauf, wie ich sehe. Sehr gut. Jetzt haben Sie alle Gebäude, die Sie für Ihren Film brauchen. Sehen Sie sich jetzt an, wie man die Studioumgebung verbessert. Studioumgebung verbessern. Ein Schlüssel zu einem erfolgreichen Klicken Sie auf den Landschaftsbutton und wählen Sie dann das Wegsymbol. Ja. Legen Sie einen Weg an, indem Sie mit links klicken und dann den Verlauf auf dem Boden vorgeben. Versuchen Sie, die blinkenden Anschlusspunkte an den Gebäuden zu verbinden. Wie gesagt, an das meiste erinnere ich mich noch, was ich zu tun habe am Anfang. Möchte alles, dass es sehr schön aussieht. Okay, das reicht erst einmal. Denken Sie dran, mehr Wege anzulegen, wenn das Studio wächst. Wir bekommen gleich mehr Wege. Oh. Um ein großartiges Studio zu haben, sollten Sie Ihrem Personal eine angenehme Arbeitsumgebung bieten. Platzieren Sie ein paar Verzierungen. Verzierungen? Ein Busch. Okay, platzieren Sie nun Verzierungen im Studio. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um eine Verzierung zu platzieren. Und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine gewählte Verzierung. Versuchen Sie, unterschiedliche Verzierungen einzusetzen. Okay, platzieren Sie nun Verzierungen im Studio. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um eine Verzierung zu platzieren. Und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine gewählte Verzierung zu verwerfen. Ruhig. Das schaffe ich schon. Ich habe gedacht, ich kann da was hinbauen. Wieso kann ich denn da nichts hinbauen? Das ist auch gemein. Das hätte so schön ausgesehen. Kann ich da vielleicht einen Busch? Oh, ich kann da noch einen bauen. Da halt sogar Büsche hinbauen. Versuchen Sie, unterschiedliche Verzierungen einzusetzen, denn durch Abwechslung machen Sie Ihr Studio schöner. Das sieht doch hübsch aus. Was sagt ihr dazu? Nur Gärten kann ich hier nicht anlegen, so schöner. Runde vielleicht? Nein. Einen hübschen Baum aber noch. Der Baum sieht aber noch da ein Baum hin. Darmbaum. Zeit fortzufahren. Denken Sie daran, mehr Verzierungen einzusetzen, wenn sich Ihr Studio vergrößert. Ich möchte aber noch mehr Verzierungen bauen. Aber hier ist... Wenn es rot ist, ist es glaube ich Dings. Es ist hässlich. Und wenn es grün ist, wie hier, ist es schön. Ich will aber alles schön haben. Schön. Machen wir alles schön. Hier kann ich schon wieder keine Blumenbahn pflanzen. No parking in this area. Ich glaube nicht, dass da jemand parken wird, nachdem deine Pflanze... Obwohl. Ich habe eine Idee, was ich dahin machen werde. Gibt es... Ja, es gibt's schon. Ist vielleicht zu groß? Ja. Kann man das auch schräg hinstellen? Nein. Leider nicht. So. Wunderschön, oder?
hier das Chefs Auto hier, ja. Mein Auto. Wohl eigentlich ist das mein Auto. Ich muss irgendwo mein Auto abstellen, hier. Irgendwo muss es Parkplätze für mich geben. Ich brauche Parkplätze, hier sind Parkplätze. Die sind alle nicht so schön. Auf den Behindertenparkplatz möchte ich mich nicht stellen. Ja. Machen wir das hier? Nee, wir machen das nicht hier. Das vertagen wir mal, was? Weihnachtsbaum. Ui! Hi! Hi! Merry Christmas! Merry Christmas. Weihnachten ist zwar jetzt schon vorbei. So. Gleich mal reinkommt hier, wunderschön. Alles. Denken Sie daran mehr. Ja, ich sollte vielleicht mal aufhören, weil unser Geld geht langsam runter. Exzellent. Das Studio ist jetzt bereit. Verbessern Sie alles, bis es Ihren Ansprüchen genügt. Dann eröffnen Sie das Studio. Und ich darf trotzdem weiter verbessern. Haha. Aber vielleicht sollten wir dann erstmal das Studio trotzdem eröffnen. Weil bevor ich hier zufrieden bin. Ja, danke. Kriege ich da Geld raus dann? Ich glaube nicht. Aber Abfalleimer sollten wir vielleicht auch ein paar platzieren. Und platzieren wir hier einen Abfalleimer. So, platzieren wir noch einen Abfalleimer. Ich finde es schade, dass man die nicht so an den Rand stellen kann. Aber gut, es ist ein Spiel von 2005. Das darf man nicht vergessen. Oh, Basketballfeld. Oh, ein Wasserspender. Gut, ich bin jetzt erstmal zufrieden. Fangen wir an. Sind Sie bereit, das Studio zu eröffnen? Ja. Okay, sind wir bereit, das Studio zu eröffnen? Ich denke, wir sind bereit. Allerdings erst im zweiten Teil. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Euer Daedalus. Ciao!